Der Grand Slam ist eins der mächtigsten Multimount-Trophäen in ganz Call of the Wild. Deswegen werde ich heute durch Quarto Colina streifen und hoffentlich ein paar schöne Exemplare finden. Die Ibexes sind quer über ganz Quarto Colinas verteilt. Jede Art hat aber ein bestimmtes Gebiet, in dem man sie finden kann. Ich starte heute im Norden bei den Besid-Ibexen. Ein wirklicher Hotspot ist dabei die Spitze des Gipfels. Wenn ihr da auf die andere Seite vom Ufer schaut, sind zu den Trinkzeiten richtig viel Ibexe unterwegs. Kleiner Tipp, nehmt euch ein Dreibein mit. Wir starten am ersten Spot. Hier gibt es jede Menge Ibexe. Hier gibt es zwar hauptsächlich die, wo ich schon den ersten Diamant für den Grand Slam habe. Ich wollte trotzdem mal hier einen Blick herwerfen. Das sind die ersten 4 Stück. Da gibt es eigentlich immer Riesenteile und vielleicht können wir ja sogar den Diamant noch toppen. Ein Fünfer. 180 bis 213 auf 351 Meter. Soll ich's wagen? Ich habe heute die Martens dabei. Die sollte auf die Entfernung eigentlich sehr gut funktionieren. Nullung 300. 350 Meter ungefähr, da muss ich einfach einen Ticken weiter oben ansetzen. Was soll's, ich versuch's einfach. 50, 25, 0. Hat funktioniert, zur Abwechslung mal nicht daneben geschossen. Nice, das könnte doch sogar mit dem ersten Abschuss der erste Diamant sein. Auf der anderen Seite, hier liegt er. Sieht schon echt groß aus. Ich kann nicht sagen, ob er größer ist als der, den wir bereits haben. Ist auf jeden Fall ein Diamant. Sehr, sehr schön. 197,4. Ich glaube, er ist nicht größer. Doppelte Lunge auf 350 Meter. Fettes Teil. So war doch mal der Einstieg richtig gut. Jetzt schauen wir uns die nächsten Spots an und werden vielleicht noch den ein oder anderen hinterherlegen. Als nächstes mache ich mich auf die Suche nach den südöstlichen Ibexen. Hier habe ich mir den See nordwestlich von Colina Santa ausgesucht. Hoffentlich finden wir da was Schönes. Hier müsste es eigentlich die südöstlichen Ibexe geben. Wir schauen mal, da stehen schon die ersten. Zwei kleine, ein Dreier, Einser und ein Vierer. 82 bis 93 ist, denke ich, auch wieder zu klein, als dass es Diamantpotenzial hätte. Aber ich sehe jetzt keinen größeren. Ja, den Vierer werden wir auf jeden Fall mal versuchen. Knapp 200 Meter. Der sollte gepasst haben. Ist auf 0, liegt. Schauen wir uns an. Hier ist der Ibex. Ja, ist ordentlich. Gold 88,1. 89,6 ist hier Diamant. Der war nah dran. Doppellunge. Es war mir gar nicht bewusst, wie nah der dran ist. Die Hörner sehen aber auch richtig krass aus. Schwarz und fett. Diesen Rillen. Cooles Tier. Der wird auf jeden Fall erstmal passen für den Grand Slam. So, das heißt, wir haben Diamant, Besid Ibex, knapp unter Diamant, spanischen Ibex. Jetzt gehen wir weiter zu den Ronda Ibexen. Nachdem wir unsere ersten zwei Exemplare geschossen haben, mache ich mich auf die Suche nach den Ronda Ibexen. Auch hier gehe ich wieder an einen See, den der ganz nahe des Besid Ibex Gebietes liegt. So, hier habe ich schon ein paar Besid-Ibexe gefunden, nur kleine. Aber hier drüben sind eigentlich meistens, genau, hier sind die Ronda-Ibexe. Wirklich groß ist es nicht dabei, glaube ich, ein Dreier. Dreier, nochmal ein Dreier mit 95, bis jetzt der größte. Oh, ein Vierer bis 109. Das sieht auch ganz gut aus. 179 Meter. Sollte machbar sein. Und der ging wohl nicht so richtig gut rein. Tödlicher Treffer, hat doch gepasst. Ich glaube, da hatte ich aber ein bisschen Glück.
Hier liegt er. Sieht echt auch wieder richtig gut aus. Was ist es? Ein Gold mit einer Wertung von genau 100. 107,9 ist Diamant. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich versuche aufs Herz zu gehen, aber da habe ich knapp drüber geballert. Trotzdem finde ich okay, auch der kann mit einer 100er Wertung in den Grand Slam rein. Langsam werden wir wieder ein bisschen arm, aber wir brauchen auch nur noch eines der Ibexe und dann sind wir fertig. Ich bin mir nicht sicher, aber da ist hier ein extrem dunkles Rothirschweibchen an mir gerade vorbei. Ich weiß nicht, ob das schon als melanistisch durchgeht. Ich werde es aber jetzt mal schießen. Droppt langsam, 50, 25, das liegt gleich. Das schaue ich mir jetzt an, da bin ich echt gespannt. So, hier liegt's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist schon ziemlich dunkel. Es muss eigentlich fast melanistisch sein. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Fellfarbe gibt, die noch so dunkel ist bei den Rothirschen. Melanistisch, Tatsache. Auch der ging noch schön in die Lunge rein. Sieht richtig cool aus und wenn ich jetzt hier so ein melanistisches Weibchen sehe, wie krass muss bitte ein melanistischer Diamantrothirsch ausschauen. Als letztes sind die Gredos dran. Gute Spots sind links der große und der kleine See. Ich habe heute mal was anderes ausprobiert und bin an den schuhförmigen See im Osten des Gredos-Gebiets gegangen. Und da gab es eine fette Überraschung. Jetzt brauchen wir nur noch die Gredos. Die sind oft genau hier oben. Kommen sie angelaufen. Ist sogar schon das erste Vierer mit dabei. 96. Da geht ein bisschen mehr. 93. Aber wir warten mal noch einen Moment, ob vielleicht noch was Größeres hinterherkommt. Die hatten sich jetzt hier alle hinterm Hügel versteckt. Ich habe eins gesehen, das sah von der Ferne recht groß aus. Ich konnte es nur nicht spotten. Ich schaue jetzt mal, ob die vielleicht nochmal zurückkommen. Vielleicht ist da noch ein schönes dabei. Ich habe Spuren von dem Großen entdeckt. Ich hoffe, das ist er. Das ist echt schon wieder eine richtig zähe Verfolgungsjagd. Ich bin immer noch dran. Und wir haben ihn gefunden. 350 Meter. Der ist nervös. Ich schaue, dass ich noch ein bisschen näher hinkomme. Und einen 300 Meter Schuss würde ich da jetzt auf jeden Fall sonst wagen. Also die springen jetzt hier alle rum, die sind alle ziemlich nervös. Da hinten warten noch ein paar. Oh, da haben wir unseren Fünfer. Da haben wir ihn. Jetzt muss er sich drehen. Ich traue mir hier noch keinen Herzschuss. Ich glaube, das ist ein bisschen zu weit oben für einen Herzschuss. Und eine Lunge könnte ich da auch verfehlen. Nackenschuss ist mir ehrlich gesagt auch zu heikel. Ich muss jetzt nur einen Schritt nach vorne kommen. Jetzt bewegt er sich. Müsste gepasst haben. 50, 25 und er liegt. Jetzt bin ich echt gespannt. Das wäre mega cool, wenn ich hier für den Grand Slam gleich im ersten Durchgang zwei Dias bekomme. Ich habe keine Ahnung, ob der Dia sein könnte oder nicht. Ich kenne mich bei den ganzen Ibexen nicht so gut aus. Schauen wir mal. Ich hatte ein kurzes Zeitfenster, wo ich dachte, da könnte es ein Lungentreffer sein. Und ich hatte Angst, dass der weiter runter geht und ich dann nochmal eine Stunde hinterher rennen muss. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh ja, der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Diamanthörner sind oder nicht. Müssen wir uns jetzt einfach überraschen lassen. Diamant, jawohl! Sehr, sehr schön. Es ist ein bisschen verbuggt, die Anzeige. Also er ist auf jeden Fall in die Lunge reingegangen. Ich hatte aber wahrscheinlich ein bisschen Glück. 102,1 gerade so über Diamantstatus. Richtig schöne Hörner. Sehen ein bisschen aus wie vom Teufel. Naja, den stopfen wir uns aus. Damit haben wir jetzt alle Tiere für den Grand Slam geschossen. Darunter sind zwei Diamanten und zwei goldene. Jetzt würde ich sagen, achso, Moment.
10.000, das kostet wahrscheinlich einen Haufen. Wir müssen nochmal kurz ein bisschen Geld machen. So, in der Hütte angekommen, nehmen wir erstmal den hier mit und vergleichen die beiden gleich mal. Also, der heutige hat 197,48. 12.09. 197, dann war der heute doch nochmal ein ganz kleines Stückchen besser. Perfekt, jetzt würde ich sagen, bauen wir auf. Das Teil kostet 6.500, da haben wir noch ein paar zerquetschte im Geldbeutel, optimal. So, wir nehmen den 197,48. Den 102,15. Und die nächsten beiden sind Gold. So, dann hauen wir drauf. Trophäe platzieren. Da ist das Ding. Ganz oben der Besiegt Ibex, heute neu dazugekommen, 197,4. Dann haben wir einmal den Ronda mit einer glatten 100. Den südöstlichen 88,09 und jetzt am Schluss noch den Kredos mit einer 102,1 dürfte der hier sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass in einem Jagdausflug zwei neue Diamanten rausspringen. Vielleicht sind die auch nicht so super selten. Schreibt mir gerne, ob ihr den Grand Slam schon aufgestellt habt. Vielleicht habt ihr ja auch schon vollständig Diamantstatus quasi. Ich habe mega Bock im nächsten Stream oder in den nächsten Folgen den komplett mit Diamanten auszustatten. Werde da auf jeden Fall noch ein bisschen grinden. Euch viel Glück und viel Spaß beim Jagen, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.